Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odinwar Shoppen, beziehungsweise Odinwar Einkaufen. Ich habe jetzt drei Artikel, einmal hier was Großes, das ist, mal gucken, so, JVC, von www.ar24.com, da seht ihr auch das Logo, das werde ich jetzt an der Stelle, denke ich mal, beim Bearbeiten auch einblenden. Den Shop werde ich euch unten drunter verlinken. Da habe ich mir einen Subwoofer für das Auto geholt, weil mein Auto ist geklaut. Wissen ja die viele eigentlich mittlerweile. Und ich hole mir jetzt demnächst ein Auto, wieder ein neues Auto, wenn die Versicherung gezahlt hat. Und da brauche ich natürlich wieder einen neuen Subwoofer. Ein neues Radio kommt wahrscheinlich drin. Ich muss gucken, welches Auto ich mir hole. Und das packen wir gleich aus. Und die habe ich noch was mir geholt. Und das ist aber schon ausgepackt. So, da ist auch wieder ein Gutschein von Amazon mit bei, von 25 Euro für ja, irgendwelche Klamotten oder Krawatten. So, und da habe ich mir einmal ein externes Festplattengehäuse geholt. Für, was habe ich bezahlt? 12,99. Ich weiß es nicht, ich mache euch den Link mal drunter. Für 2,5 Zoll Festplatten. Weil ich habe einige 2,5 Zoll Festplatten und eine will ich mir dann halt mal in ein festes Gehäuse machen, dass ich dann noch eine Portable habe. Und dann habe ich mir das geholt. Das hatte ich auf meinem Galaxy S5 schon drauf. Wo sieht man das am besten? Ja, hier sind Aufkleber drauf. Da sieht man das vielleicht so ein bisschen. So. Das sind zwei Schutzfolien für das Galaxy S5. Ich habe jetzt ein Galaxy S5 Neo. S5 2, also da sind zwei drinne, 2 PCs. Zweimal Schutzfolie ist hier drinne. Ich werde das mal mit euch aufmachen. Und ich hatte das, wie gesagt, an meinem S5, an dem normalen S5 hatte ich das ja auch. Und jetzt habe ich gedacht, weil, das war im Angebot, das hat nur 7,99, glaube ich, gekostet. Hatten sie runtergesetzt. Und da habe ich mir gedacht, ich mach mal runter, das hole ich mir gleich mal. So. Zoomen wir mal ran, dann kann ich euch das besser zeigen. Da haben wir einmal hier Sticker, Guide Sticker, Dual, keine Ahnung für was die Sticker sind. Ich denke mal, das wird alles in der Erklärung mit bei sein. Davon habe ich zwei Stück. Also hier nochmal das gleiche. Das war bei meinem ersten nicht, da war nur einfach hier so ein, ach hier auch zwei Lappen mit bei. Ja, zum sauber machen. Dann zweimal Alkoholtücher hier, um wirklich sauber zu kriegen, wirklich, dass da auch Fingerabdrücke oder sämtlicher Schmutz wegkommt. Und da ich natürlich einen Tatterich habe, wie ihr wisst, hat sich meine Freundin bereit erklärt, das zu machen. So, dann haben wir hier einmal das drinne. Wo kann man das hier irgendwie aufmachen? So, das ist so eine Plastescheibe. So, seht ihr das? Und da ist das dann halt drauf geklebt, dann zieht man das hier oben ab und klebt das dann auf sein Display rauf oder das ganze Plaste wird drauf geklebt, das weiß ich nicht. Das war bei meinem anderen viel dünner, aber kann sein, dass das Plaste auch nur dafür da ist, um den Aufkleber zu schützen. Das weiß ich noch nicht. Da muss ich mir erstmal die Anleitung durchlesen, die hier natürlich nicht vorhanden ist. So, und hier halt das zweite. Also zweimal, wenn man immer versaut, hat man noch ein zweites Mal, wo man das machen kann. Das ist in so einem schönen Case hier drin, damit das auch nicht durcheinander fällt alles. Mal alle wieder schön artig hier ordentlich einpacken. Ah, hier hinten ist, da ist die Anleitung. Könnt ihr Pause machen, dann könnt ihr euch das angucken. So, rauszoomen. Und ja, sauber machen. Ja, von dem Plaste trennen, also abziehen, dann auf das Handy rauf machen und dann so reiben. Also da soll man
soll man das wohl die Luft blasen. Also ich werde das nicht filmen, wie man das drauf macht, weil das macht meine Freundin und die möchte nicht gefilmt werden, sagt sie. Ich werde euch aber dann später noch das Endresultat zeigen. Da werde ich nochmal ein Video machen und euch das zeigen und mal gucken. Das werden wir auf jeden Fall machen. Jetzt kommen wir zu dem großen, schweren. Muss ich gleich dazu sagen, ich habe mir dieses gekauft. Der hat zwei verschiedene Versionen. Ich habe mir das für 229 oder 39, ich weiß es nicht mehr genau, gekauft. Ich glaube 29 habe ich bezahlt. Da gibt es auch noch, die haben auch noch ein richtig geiles Ding, das werde ich auch mal in die Videobeschreibung packen, von Kenwood, was im Kofferraum kommt, wo das Ersatzrad ist. Da ich ja wieder ein VW hole und die meisten VWs mittlerweile nicht mal mehr ein Ersatzrad haben, dafür haben sie einen größeren Kofferraum, also mehr Platz nach unten hin. Wusste ich nicht, wenn ich das jetzt kaufe und mir ein VW hole ohne Ersatzrad, kann ich mir ja ein neues Ding kaufen. Ich muss ja sowieso nochmal einen Subwoofer holen für meinen Bruder, weil der im Auto drin war, den hatte ich ja noch nicht bezahlt. Also da hatte ich ja, muss ich ja noch einen kaufen für ihn, der kriegt ja einen neuen, weil der war noch nicht gekauft von ihm. Und der wollte halt einen neuen Subwoofer haben, dafür, für sein Auto. Und den habe ich ja noch nicht geholt. Also entweder bleibt der in meinem Auto drin dann, oder wenn ich vielleicht ein Auto habe mit Kofferraum, wo, also mit Ersatzrad, vielleicht eventuell hole ich mir dann noch das von Kenwood, wo im Kofferraum, also im Ersatzrad drin kommt. Weil das hat richtig geile Bewertung. Auch das Ding hat richtig geile Bewertung. Und ich bin mal am Rande noch dazu gesagt, auf ARS24 bin ich gestoßen, wo ich verschiedene Subwoofer mir Videos angeguckt habe. Oder versucht habe, welche zu finden. Zum meisten gab es gar keine Videos. Und dann bin ich auf den YouTube-Channel von ARS24 gekommen. Also das heißt, hat er auch in dem einen Video super erklärt, was ARS24 heißt. Dein Autoradioshop. Also Autoradioshop. Und 24 kam dann dazu, wo er dann halt einen Online-Shop gemacht hat. Habe ich mir nämlich vor 3 Tagen erst das Video dazu angeguckt. Das ist ein echt cooler Kanal, kann ich euch echt nur empfehlen, packe ich euch auch mal drunter. Und der war sehr sympathisch, sehr nett. Und dann habe ich mir da ein paar Bewertungen dazu durchgelesen, bei ARS24, aber auch bei Amazon. Und das, was ich habe, hat richtig geile Bewertungen. Und da habe ich gedacht, Mensch, wenn nicht viele sagen, dass es eine geile Bewertung hat, dann kann es ja nur was Gutes sein. Und was ich sehr geil fand, er hat so einen ähnlichen schon mal gezeigt, in seinen Videos und hat da auch offen und ehrlich gesagt, wenn er viel Bums braucht, ist das Falsche. Das ist nichts für Bums, weil das ein kleiner Subwoofer für unteren Sitz. Das ist eher ein Subwoofer, der für mich wiederum geeignet hat, weil ich feiere viel mit meiner Tochter und meiner Frau. Ich brauche keinen Subwoofer mit Bums, wo das Auto wackelt. Ich will einfach nur einen Subwoofer, der den Sound unterstützt. Weil durch die meisten Boxen kommt zwar ein bisschen Bass durch, aber wenn man Dolby-Anlage von zu Hause gewöhnt ist, möchte man noch zusätzlichen Bass, der unterstützt. Für den runderen Sound. Und das fand ich da so ehrlich und direkt von ihm, dass der das hier so gesagt hat in seinen Videos. Und da habe ich gedacht, Mensch, da guckst du dir den Shop mal an. Und da habe ich diesen, den ich jetzt gekauft habe, so ja billiger gefunden als bei Amazon. Also bei Amazon ist er teurer, kann ich euch sagen. Deswegen da gekauft. Die haben auch noch andere Subwoofer. Auch billiger als bei Amazon. Aber da mal nur am Rande. Ich mache jetzt auch nur das Unboxing. Ich mache nachher noch ein extra Hardware-Video dazu. Ach, hier ist er. Das ist der auch vom YouTube-Channel. Hat er hier eine Karte mit drin? Bestellen, www.ars24, also Facebook. Hm? Teile Gewinnspiel, Video auf Facebook-Profil, poste das Foto. Ach so, das ist ein Gewinnspiel gerade. Gewinnspiel regeln. Bestellen bei ars24.com. Habe ich gemacht. Like unsere Facebook-Seite. Habe ich auch schon gemacht. Mach ein Foto oder Video deines Einkaufs. Bin ich gerade dabei und ich mache nachher nochmal ein separates Video zu dem Ding, wo ich das komplett auspacken werde. Poste das Video, Foto-Video auf unsere Facebook-Seite. Kann ich machen. Teile unser Gewinnspiel-Video auf deinem Facebook-Profil. Habe ich noch nicht mal mitgekriegt, dass da ein Gewinnspiel-Video auf Facebook war. Muss ich mal gucken. Werde ich dran teilnehmen. So. Also das ist jetzt nur erstmal das Vor-Unboxing. Ich zeige euch jetzt nur mal den Karton. Ich mache nachher noch ein Video separat zu dem Subwoofer.
So. Und da kann ich euch mal zeigen, das ist das gute Stück. Und ihr seht, der hat jetzt hier diese Fernbedienung mit bei. Den kann man dann verlegen. Ihr seht ja auch, dass er unterm Sitz ist. Dann kann man sich das nach vorne verlegen ins Handschuhfach oder in der Seite, in Kanal rin, dass man dann diese Fernbedienung rausholen kann und da separat den Subwoofer einstellen kann. Finde ich eine saugeile Idee, da muss ich das Ding nicht immer vorkramen, weil so sitze ich an meinem Platz, wo ich ja die vernünftige Mucke hören will und kann mir das mit dieser Fernbedienung schön einstellen, bis ich sage, jetzt klingt der Sound schön rund, so ist er schön, so gefällt er mir. Finde ich eine saugeile Idee. Und die haben noch eine billigere Version, die hat ja nicht diese silberne, ja, dieses hier. Für, ich glaube, 10 Euro billiger. Da war die Fernbedienung nicht mit bei. Und ich, oder war da der Kabelsatz? Hier soll wohl auch ein Kabelsatz mit bei sein. Ach, hier ist es ja auch abgebildet, hinten alles. Das werde ich euch jetzt hier gleich nochmal zeigen. Auch die Maße sind richtig cool. Ja, das ist alles mit bei. Also ich werde nachher nochmal ein Video machen, ein Unboxing, wo ich den Subwoofer separat auspacken werde. Und Schrauben sind mit bei, Kabel sind mit bei, die Fernbedienung ist mit bei. Ja. Das ist der also von Kenwood. Achso, nicht JVC, Kenwood. Wollte ich schon sagen, ich habe doch Kenwood bestellt. Kenwood, genau. War der nicht von Kenwood auch für den Kofferraum? Ich glaube ja. Weil ich habe mir so viele angeguckt. 150 Watt hat das Ding, maximal Power. Woofer 20 cm mal 12, also 20 cm mal 12 cm. Ja. Das ist von Kenwood der KSC-SW11. Und den fand ich halt so ganz toll, weil man den so schön unter den Sitz packen kann. Ich brauche die Kabelei nicht bis nach dem Kofferraum machen. Hab den Kofferraum auch nicht mit einem mega Subwoofer voll, weil ich bin jetzt nur auch schon mittlerweile in die Jahre gekommen. Ich will zwar einen vernünftigen Sound haben, aber ich muss nicht unbedingt so einen fetten Kasten hinten drin haben, weil der soll ja nur den Sound unterstützen und nicht unbedingt... Nee, da brauche ich den Kofferraum eher, wenn ich mit Frau, Kind einkaufen fahre oder wenn wir wegfahren oder sowas. Das ist wichtiger. Und so, das unter den Sitz, bei mir unter meinen Sitz, fällt kaum auf, also gar nicht, und unterstützt den Sound. Finde ich geil. Deswegen habe ich mir das eigentlich geholt. Für 139 oder 129 Euro. Weiß ich jetzt nicht. Rechnung war jetzt leider nicht mit bei. Die haben sie mir schon per E-Mail geschickt. Habe ich nicht ausgedruckt, sonst hätte ich es euch jetzt zeigen können. Ich verlinke es euch auf jeden Fall unten drunter. Und ich mache auch bei mir Windspiel mit. Könnt ihr denn bei Facebook verfolgen. Ja, das war's jetzt erstmal zum Odinwar Shoppen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ich mache gleich für euch dann noch ein separates Unboxing hiervon. Und dann gucken wir uns mal an, was da überhaupt alles mit bei ist und wie er denn wirklich in real aussieht. Ihr seht mein Lächeln, ich bin schon freudiger Erwartung. So, dann mache ich jetzt hier Schluss. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.